Hallo und willkommen zu einer Folge Surviving Mars. So, wir wollen heute eine Pilzfarm bauen, nachdem wir letztes Mal festgestellt haben, dass ich aber mehr gefailt habe und wir die ganze Zeit diese Kacke hier forschen könnten, dass wir Sachen abreißen können. Ne, ganz oben irgendwo. Und ich einfach immer übersehen hatte, weil es einfach diese Prozentsatz da drauf stand. Ich mir einfach immer gedacht habe, denn quasi das Unterbewusstsein, als wäre gerade geforscht oder sonst irgendwas. Das hatte ich irgendwann mal angefangen, dann ist halt abgebrochen oder so. Tja, kommt davon, wenn man alles im Voraus aufnimmt. Wie gesagt, da hat bestimmt irgendjemand mal in die Kommentare geschrieben von vor 10 Folgen. Ich sag gerade so Aufbauspiele, das sind für mich halt immer so Spiele, da setze ich mich gerne einfach mal so einen halben Tag ran und fertig. Okay, aber wir brauchen Strom und Sauerstoff für unsere Pilzfarm. Und wenn Sauerstoff ist, auf jeden Fall nicht das Problem. Da sind wir aber hier, machen den hier. Und klatschen den hier unten einfach nochmal dran. Ist das, nee, muss ich schon so bauen, ne? So, und wir brauchen mehr Strom. Das heißt, wir brauchen an sich mehr Polymer. Ja, oder wir können halt irgendwie, ja, vor Windräder will ich halt nicht bauen. Das Ding ist, eigentlich brauche ich wahrscheinlich gar keinen über den Strom, aber wenn ich aber Schichten nachts sich an, also ich brauche den nicht hier, nicht so einen teuren Strom. Wir können einfach Solarkollektoren bauen und fertig. Einfach zwei Stück und dann laufen die tagsüber. Ich muss ja nachts die Pilzfarm nicht anhaben. Also von daher brauche ich aber hier, wir brauchen ja 10 Strom, bauen wir zwei Solarkollektoren mit hin und fertig. So. Bam. Und bam. So, dann können wir die Pilze oben reinbauen. Tja, dann mal gucken, was denn diese Standardproduktion genau ist und wie viel die definiert ist. Du wärst außerhalb gebaut, lol. Aber du brauchst ja wahrscheinlich trotzdem Arbeiter, ne? Davon abgesehen. Okay, dann schließen wir die einfach mal hier unten an. So, ne, guck mal hier, so richtig schön eng bauen. Bam. Schön mal schön Platz sparen. Ja, okay, das ist unterwegs. 81, das ist gerade die richtige. Die ist die richtige. Jetzt sagen wir so, wenn die jetzt alle auf Kartoffeln sind, dann nennen die alle Kartoffeln, dann haben wir ja auf jeden Fall hoffentlich genug Nahrung, ey, mit der Pilzfarm dann zusammen. Ist das hoffentlich unsere letzte Nahrungsknappheit, die wir haben? Drohnen sind überlastet, ja schön. Das Ding kriegt momentan nicht so viel Geld rein, weil das Ding ja auch nicht so wirklich läuft, ne? Das läuft auch nicht richtig. Also Upgrade habe ich ja schon, stimmt. Ja. Ach komm, ey. Geben wir dann immer Sachen, sagt die schon weiß, ey. Du brauchst auch nochmal drei. Habe ich ja was ich noch. Gerade eben so. Das denkst du, dass wir momentan noch nicht, da wir keine Edelmetalle haben. Eigentlich muss die Edelmetallproduktion hier mal Priorität haben. Ich denke, wenn ich da Priorität reinmache, dann laufen die wieder anders raus und dann habe ich da wieder keine Arbeiter drin. Das scheint eh keinen zu interessieren, wie es aussieht. Ja. Wir haben alle wieder Hunger. Aber unsere Rakete müssen diesmal so rechtzeitig ankommen, dass sie nicht verhungern werden. Weil letztes Mal waren die viel länger am Hungern, bis unsere Rakete da war. Würde ich behaupten. Wie lange brauchst du noch? Du bist jetzt fertig mit 17 Nahrung wenigstens nochmal. Die brauchst noch ein paar Tage, ne? Mann, ey. Ich frage mich, wie lange die Liste hier unten irgendwann sein wird. Ob die irgendwann aus dem Bildschirm rausgeht, wenn ich ganz viele Kuppeln bauen. Ob die einfach jetzt die ganze Kuppel einfach abreißen, oder? Untersuchen. Wie viel ich untersuchen, wie die abreißen. Richtig, einfach die ganze Kuppel einfach abreißen, alles darunter verschwindet. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, wo wir eigentlich brauchen, können nicht anschließen, weil wir keinen Platz mehr drin haben, ne? Ich hab keinen Ort mehr. Also die reißen die, glaube ich, aber ab. So, also reißen dich noch ab. Löschen. Hab ich die auch gerade gelöscht hier? Okay. Doch, mein Gott, ey.
Oh, wir müssen wieder Sektoren scannen, Tiefen scannen hier. Mann, ich weiß, dass sie Heimweh haben. Sag mir doch nicht jede 3 Sekunden, ey. Mein Gott. Ein einziger, ey. Soll er doch abhauen. Ja, ich weiß. So, kann ich dich jetzt abreißen? Jo. So, das Ding ist an sich. Ja, ganz ehrlich, wer weiß, wann wir da rankommen. Also, ich brauche, wie viel Metall ist hier oben noch drin, ist die Frage. 200 nur, ist echt nicht so viel, ne? Was muss ich denn, wo muss ich dafür forschen? Steht jetzt auch jemand bei? Tja, ist eher eine Technologie halt, ne? Und auch mit dem Metallextraktor. Ist aber nicht du, ne? Dafür brauchen wir auf jeden Fall die Kuppel hier an sich, ja. Also, ich müsste auf jeden Fall ja neu organisieren. Ich müsste das irgendwie anders machen, dann auf jeden Fall. Ja, wir müssen irgendwie. Ja, wie passt keine Kuppel rein, ne? Bräuchte eine Kuppel, die irgendwie quasi von. Na, die können wir auch nichts anschließen, ne? Wir könnten halt irgendwo mal abreißen hier drin. Dass irgendwie jemand verbunden ist mit. Wo ne, eigentlich könnte ich jetzt. Ich weiß nicht, wie das mit einem Shuttle ist. Kann ich auch, wenn es eine Kuppel weg ist, da jetzt was hinbauen, der Shuttle fliegt einfach dahin. Müsste eigentlich von der Tür auch funktionieren, ne? Aber ich weiß, interessiert trotzdem einfach alles ab. Eigentlich will ich die Kuppel auch noch nicht mehr haben, denn so eine Kuppel, die abseits ist, ist irgendwie nicht schick. So, du wirst gelöscht, 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 gelöscht. So, du kannst wieder abheben. Schaffe ich mir. Ja, okay, dann bleiben halt Ressourcen am Boden. Das sind halt zwei Dings, die da bleiben. Huhu. Wer sind hier interessiert? Drohnen sind überlastet. Okay, du bist wieder voll in Produktion. Das heißt, wir haben da wieder keine Arbeiter. Aber wir haben sicher jetzt genug Leute. Wir können eine Passagierrakete wiederholen und einfach Leute ranholen, ja. Aber wieder 22. An sich können wir auch beide holen. Wir starten jetzt einfach nur gleich eine neue. Noch eine. Wir haben ja 58 freie Wohnungen jetzt. Und daher holen wir jetzt aber gleich zwei. Hä? Oh, die passen die nicht mehr rein, die anderen Bewerber. Warte mal, wir haben hier noch. Ich habe irgendwas ausgeschaltet, oder nicht? Touristen, na scheiße. Das stimmt. Ich habe auch schon das Alter ausgemacht, oder nicht? Mit dem Mittelalten. Das heißt, wir haben noch 15. Ja, stimmt, wir 37 waren das, ne? Na egal, dann holen wir es halt die 15, die auch noch kommen. Wir brauchen echt mal ein bisschen Polymer mittlerweile. Haben wir mal wieder ein paar mehr Arbeitsplätze frei. Wo ist ja auch nichts mit, da wir keine Arbeiter haben. Okay, wir haben nachts immer noch Minusstrom. 4 Minusstrom haben wir nachts noch. Das Ding hier, eigentlich von der Tür haben wir keinen Minusstrom, weil der hier eigentlich immer nachts reinspeist. Also, solange wir nur 4 Minusstrom haben, geht das so. Bei tagsüber produzieren wir ja viel mehr, dass das Ding wieder auflädt hier. So, jetzt kriegen wir wieder Strom rein. Das ist eigentlich krass, ne? Ich finde, dass nachts eigentlich echt fast alles aus ist. Und dadurch, dass das eine Ding aber 50 Strom verbraucht. Bin ich immer im Minus, ey. Wir haben immer noch 3 Heim. Ich habe gerade eine Rakete weggeschossen. Aber wahrscheinlich, weil die Startprobleme hatte, ne? So, du stehst. Wie viel machst du jetzt? 6,4. Was? 8 war die Standardproduktion. Das ist echt wenig, eigentlich 6,4 pro Tag. Dafür ist jetzt, da 6 Leute drin arbeiten, ist ja gar nichts. Also in 5 Tagen sind das 30. Mit Kartoffeln kriege ich 50. In 5 Tagen. Eigentlich sind die Pilze haben doch echt kacke denn, oder nicht? Man könnte arbeiten, glaube ich, auch nur ein Botaniker drin, so ist auch nicht, aber. Also, ey, wie ist das denn einfach scheiße? Brauche ich immer noch eine Farm? Brauche ich ja echt lieber noch eine Farm. Weil ich mal angenommen. Also wie lange brauchen die? Auch 5 Tage. Das heißt, ich mache an sich 12. 114, das meine ich 124 in 15 Tagen. Und die machen dann 90. Also ist die eigentlich beschissen. Aber gut, die ist halt außerhalb, ist halt der Vorteil, ne? Die nimmt halt innen drin keinen Platz weg. Aber 6,2 ist schon echt bad. Also, das heißt, die Standardproduktion ist ja wahrscheinlich echt, wenn da halt nur Botaniker drin arbeiten. Oder so. Und dann, ja, halt 6 Stück in einer Schicht, ne? Wir lassen die einfach erstmal da. Wo eigentlich, ich glaube, ich brauche die auch gar nicht mehr jetzt mit der Farm hier oben. Wenn wir alles auf Kartoffeln umstellen, weil ich wollte mir hier noch irgendwo auch noch Kartoffeln einstellen. Fällt mir mal so ein, ne? Hier.
Ich glaube, die reißen die wieder ab. Ich glaube, die ist scheiße. Paketmittel erhalten. So, dann lassen wir dich hinten landen. Bam. Du kannst da hinten hinter landen irgendwie. Bam. Warum laufe ich hier unten rein? Da ist nichts. Kann ich das Ding abreißen? Hey, erst wenn die jetzt hier rein, dann in der Kuppel, die aus ist, wo nichts drin ist. Und nachher sticken die wieder, alle, willst du dich jetzt verarschen oder was? Warum kann ich die nicht abreißen? Ist da irgendwas drin? Sind da Ressourcen drin? Kann ich deswegen nicht abreißen? Das Gebäude ist auch so, ich verstehe, wenn die jetzt da rein, dann nachher kommen daher, wie die ersticken alle, ne? Dann ist das Spiel einfach dumm. Vielleicht sind ja auch welche nach oben gerannt. Alter, ey. Ich kotze hier hin, ey. Wenn die jetzt überhaupt da reinrennen dürfen, wenn die ausgeschaltet ist, das finde ich halt mega schwachsinnig. Wofür schalte ich die denn aus? Hat überhaupt keinen Sinn, wenn die dann immer noch da reinrennen. Ja, das wird ein Schwachsinn, ey. Da sollen die halt ersticken. Haben sie ganz ehrlich, da haben die es nicht anders verdient, wenn die so dumm sind und da hinrennen. Jetzt haben wir ja 5 Gebäude, die nicht funktionieren. 8. 5, ey. Ihr beide, was noch? Ja, ich bin auch überall Arbeiter. Ich hätte 100 Kolonisten haben, wenn ich 158 Nahrung habe. So, das geht schneller. Okay, wir brauchen eine neue Forschung, müssen wir wählen. Okay, jetzt können wir mal wieder gucken, was wir forschen, also was gut für uns ist. Warte mal, wir gucken mal hier irgendwo weiter. Erneuen Nutz für gut. Das könnten wir machen, vielleicht haben wir bessere Nutzpflanzen von der Tyria. Nehmen wir erstmal rein. Du bist mir egal. Bio-Robotik-Werkstatt. Kolonisten nämlich mit Bio-Robotern zu experimentieren. Jetzt wird für den Werkstattmeilenstein angerechnet. Ja, das ist mir egal. Henne Gärten, eine schöne Parkanlage. Aha. Upgrade für Farm, okay. Vielleicht die Anzahl der benötigten Arbeiter. Jo, die wäre auch ganz gut. Jetzt wäre das da, was haben wir jetzt noch alles bekommen? Aber das wärst du noch. Das war die. Joa, ich kann nicht so viel bauen. Tun wir das in Zukunft erstmal nicht mehr. Erstmal gucken, dass das alles läuft. Okay, noch mehr Kuppel, noch eine Megakuppel. Ich glaube, das wäre schon die größte. Lol. Und das wäre vielleicht ganz praktisch. Die Erwartungskosten nehmen wir auch mal auf jeden Fall mal mit. Weltraumlift. Es wird Edelmetalle zur Erde und er möchte den Kauf von Versorgungsmaterialien und Fertigbauten zu günstigeren Preisen. Günstigere Preise? Oh Gott, kostet aber auch 150. Polymer und Maschinenteile. Ah ja, das ist glaube ich erstmal ein Late-Game-Ding. So gefühlt, also. So, Lager. Betanker und Extraktor. 30% Produktion, sagen wir das Gebäude mit Treibstoff versorgt. Also das, nee, das will ich auch nicht unbedingt. Wir haben halt relativ viel Treibstoff, so ist halt natürlich nicht, ne, aber. Das Extraktoren ist ja nicht unbedingt das Problem bei uns, sondern eher die Fabriken. Von der Fabrik hier, Leistung um 20% erhöht, das wollen wir haben. Shuttle-Tempo wird erhöht. Ja, die sind ja eigentlich immer nur ausgelastet. Jetzt werden wir neue Leute mal rufen, ansonsten sind die ja nicht ausgelastet. Da können wir die bauen. Ist auch nicht so wichtig. Forschungsleistung aller Forschungslabore. Der Kuppel. Ah, das ist so ein, das ist so eine Spitze da, ne? Mhm. Existiert ohne die Notwendigkeit eines Vorkommens. Leute, ist ja voll OP. Ist aber auch so, ne? Ich glaube, die unteren Sachen sind echt schon so Late-Game-Dinger. Weil es auch 300 Maschinenteile. Aber ist halt auch krass, ne? Ich glaube, hier unten, also die letzten hier, das scheint krass zu sein. Der hier geht ja noch, sag ich mal. Das kostet mir ja auch nichts. Also, ich muss ja nichts bauen oder so. Die auch von, ja, also, ich glaube, die letzten paar sind immer, die ist auch krass. Stimmt, beim Bauen fängt man auch 100 Polymer und so. Ich glaube, die unten sind schon hart, ey. So, hier waren wir, glaube ich, alles schon. Fusionsreaktor. Ist einfach nur Strom für Arbeiter dann quasi. Das ist ja frei, wie viel der dann macht, ne? Feuerwerkstatt. Das ist auch für einen Meilenstein einfach nur tiefliegende Wasservorkommen. Ne, wir brauchen. Das hier brauchen wir an sich. Ist irgendwas nicht so wichtig? Eigentlich ist das hier nicht so wichtig, das ist mit der scheiß Wartung, ne? Du bist an sich wichtiger, dass wir dir auch noch irgendwann forschen, denn.
Was ist unser Metall sonst der? Kunstwerkstatt, Servicekomfort des Gebäudes. Ja, ganz ehrlich, ist egal. Wir wollen jetzt erstmal das hier forschen. Was ist hiervon das Wichtigste? Du bist an sich schon relativ wichtig, da wir da momentan immer Probleme mit hatten. Ich glaube, du bist erstmal eigentlich nicht so wichtig, solange wir Kartoffeln haben, reicht das erstmal. Ich glaube, dann bist du eigentlich wichtig, falls unser Metall ausgeht. Die Leistung von Raffinerien und so. Und Strom ist aber auch noch ein wichtiger. So. Dann forscht mal schön. So, immer noch 22 frei. Deswegen ist, wie gesagt, wie oft kommen neue Passagiere, ist die Frage. Wir haben jetzt 7. Wir gucken einfach mal, ob jeden Tag irgendwelche zukommen. Gucken wir mal, wenn Tag 101 anfängt. Ob das irgendwie vielleicht 9 sind oder sowas. Und da werden jeden Tag irgendwie 2, 3, 4, 5 dazukommen. Vielleicht auch nur einer oder so. Weil irgendwann müssen ja auch mal von alleine welche zukommen. Ich habe 9 offene Arbeitsplätze, aber 6 Gebäude, die deswegen nicht funktionieren. geil, ey. Wo ich 38 Arbeitslose habe. Geht doch einfach mal arbeiten irgendwo. Gehen jetzt echt nicht, wenn die hier oben wohnen. Du kannst mir nicht sagen, dass die jetzt hier unten nicht arbeiten gehen. Das ist doch einfach dumm. Wofür habe ich denn diese Durchgänge da? Also, ich finde das ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht so optimal gelöst, ey, wie vom Spiel. Warum bist du jetzt gestorben? Du bist wieder erstickt, ja. Dann ersticken, ja, der seid ja dumm. Dann rennt nicht da in die Kuppe rein, die nicht an ist, wo nichts drin ist. Dann werden die alle unten ersticken. Pech gehabt. Habe ich ja gesagt, ey. Eigene Dummheit. Ich habe irgendwie scheiße auch nicht so funktioniert. Ich habe irgendwie gehofft, dass wenn die alle verbunden sind und die hier oben drin wohnen, dass die hier unten einfach arbeiten gehen, aber. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben ja einfach. Wir haben ja genug Arbeitslose von der Theorie her. Hast du nicht hier hinten arbeiten gehen? Kann ich dir eine Arbeit suchen oder so? Ein Gebäude zuweisen, so. Kann ich sagen, da. Das arbeitet der Typ da drin, geht doch. Wenn er da drin arbeiten könnte, geht doch da drin aber arbeiten. Arbeitet da. Also wenn ich es manuell zuteile, geht das oder was? Aber sonst könnt ihr ja nicht arbeiten oder wie? Hä? Wie dumm ist das denn? Ist das für Arschenspiel? Ich muss sagen, das Spiel ist echt teilweise nicht so optimal gelöst, ein paar Sachen, ne? Stell dir einfach von alleine sich den Job da so und so. Haben wir noch offene Arbeitsplätze? Ich finde nicht dich, ich will die offenen Arbeitsplätze haben noch. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen. Ich glaube, die hauen aber auch sofort wieder ab, kann das sein. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie 3 offene Arbeitsplätze. Oh, ich meine, ist auch gerade einer gestorben, aber ich glaube, es sind einfach die unten. So, jetzt haben wir keinen offenen Arbeitsplatz mehr. 18 haben Heimweh. Warum ist denn der Komfort so kacke? Ich verstehe es nicht. Ich habe alle. Also, ich habe quasi in allen Kuppeln zusammen, habe ich ja auf jeden Fall alle Gebäude gebaut. Um jedes Komfortdeck abzudecken. Also, wer funktioniert jetzt echt einfach nicht so gut, dass sie jetzt aus der Kuppel hier drin irgendwas machen, aber dann ist das, verstehe ich den ganzen Sinn mit dem ganzen Durchgängen und sowas nicht. Dann macht das einfach, also die bringen halt mir dann einfach gar nichts. Wenn das so, hä? Das ist irgendwie alles ein bisschen strange. Alles ein bisschen strange. Ach, der muss noch gewartet werden, was geht noch nicht? Oh, ich hab genug Beton. Ja, 18 Leute, die nach Hause wollen, ist auf jeden Fall schön. Hauen sie alle ab mit der Rakete hier dann oder was? So wenig Komfort für. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ich kann ja gerne nicht tun. Ich habe ja die ganzen Gebäude eigentlich überall alle stehen. Warum hast du keinen Komfort? Was fehlt dir denn? Einkaufen. Gebäude war voll. Ja, es ist tatsächlich voll. Also das erste Mal, dass ich ein Gebäude anklicke, ist, ob ich voll ist. Sonst steht da immer, es ist voll und da ist es nicht voll. Tja. Was mit dir? Du bist wahrscheinlich nicht voll. Könnt ihr nicht einfach von oben nach unten hinrennen? Das ist, ey. Ja, ich finde es irgendwie, keine Ahnung. Das ist irgendwie suboptimal gelöst hier, ey. Okay, aber ich würde auch sagen, das war's dann erstmal wieder für heute.
Ich weiß gar nicht genau, was dein Plan beim nächsten Mal ist. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall reißen wir dich ja irgendwie im Abfallsystem. Jetzt können wir dich auch abreißen. Weg damit. So, wie gesagt, das war's dann für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.